Hallo und ein sehr herzliches Willkommen. Ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist ein neues Sonntagsvideo für euch. Im heutigen Video geht es, wie ihr gerade im Vorspann gesehen habt, ausschließlich ums Thema Sonnenuntergänge in Würzburg. Denn diese Zeit, diese halbe Stunde, Stunde vor dem Sonnenuntergang, das ist meine Lieblingstageszeit, muss ich sagen. Also ich mag natürlich auch den Morgen sehr, sehr gerne und die Nacht finde ich auch sehr schön und auch tagsüber ist es schön, aber das Licht ist gerade zum Fotografieren in dieser letzten Stunde besonders schön. Man spricht ja in der Fotografie auch von der sogenannten goldenen Stunde, die dann abgelöst wird von der blauen Stunde. Also in der goldenen Stunde ist das Licht eben richtig golden, vor allem jetzt im Herbst. Und die blaue Stunde ist dann die Zeit, in der die Straßenlaternen angehen und so noch das allerletzte Licht am Horizont zu sehen ist. Das ist dann die blaue Stunde. Ja, für dieses Video werde ich an verschiedenen Orten sein, immer im Sonnenuntergang. Das kann ich natürlich nicht alles an einem Tag machen. Und so werde ich in den nächsten Tagen immer wieder mal die Kamera mitnehmen und Aufnahmen für dieses Video machen. Einen Nachteil hat diese letzte Stunde des Tages mit dem letzten Sonnenlicht natürlich auch. Also wenn man nicht gerade da steht, wo einem die Sonne direkt ins Gesicht scheint, dann ist es damit unter schon einigermaßen schattig. So wie hier jetzt gerade, da fehlt auch letztendlich jegliche Zeichnung im Bild. Und auf der anderen Mainseite, so ist es in Würzburg immer im Sonnenuntergang, da sieht es dann wesentlich schöner aus. Und deswegen sitzen da drüben auf der Mainuferpromenade natürlich um diese Uhrzeit auch die meisten Leute und lassen sich eben die letzten Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen. Und besonders schön finde ich es ganz persönlich immer auf der alten Mainbrücke im Sonnenuntergang, weil da eben tja, die Festung über einem steht, die Sonne da gerade so untergeht und ich habe da schon richtig viele tolle Aufnahmen gemacht. Innerhalb dieses Videos werde ich euch immer wieder mal ein paar Sonnenuntergangaufnahmen zeigen, die ich so gemacht habe in der Vergangenheit, um auch noch ein bisschen zu verdeutlichen, was mir diese Zeit des Tages, in der ich am liebsten fotografiere, tatsächlich denn bedeutet. Und zugegeben, es gibt natürlich Nachmittage, an denen das hier an der Brücke noch ein bisschen schöner aussieht. Heute ist ein ziemlich bewölkter Himmel. Es ist, glaube ich, auch Regen angekündigt. Deswegen kann es auch sehr, sehr gut sein, dass ich auf die alte Mainbrücke im Laufe dieses Videos nochmal kommen werde, um auch einen richtig schönen Abend mit richtig schönem Sonnenuntergang zu erwischen. Und alle von euch, die sich jetzt wundern, warum es hier auf der Brücke immer noch den Brückenschuppen gibt, sei zu sagen, diese Aufnahmen heute mache ich am 10. September, dem Donnerstag. Und heute kam eine Pressemitteilung von der Stadt Würzburg, dass die Corona-Fallzahlen in Würzburg angestiegen sind. Deswegen sind Maßnahmen ergriffen worden. Und die beinhalten halt unter anderem, dass ab morgen, Freitag, dem 11. September, zwischen 16 Uhr und 6 Uhr des Folgetages und an den Wochenenden der Alkoholausschank hier auf der Brücke verboten ist. Also da wird es jetzt vorerst mal keinen Brückenschoppen mehr geben, wegen der eben gestiegenen Corona-Fallzahlen und dem möglichen Ansteckungsrisiko hier auf der Brücke. Nichtsdestotrotz, die Brücke kann man auch ohne Alkohol gut genießen und hat dann eben den schönsten Ausblick hier rüber zu Kilian und hoch auf die Festung. Wie gesagt, ohne Wolken noch ein bisschen schöner, aber ich denke, ich werde die Tage noch mal herkommen. Thank you.
Inzwischen bin ich wieder ein paar Tage weiter, weil die letzten Tage keine wirklich schönen Sonnenuntergänge hatten. Heute ist der 17. September und da sieht die Welt doch wieder ganz anders aus. Und auch einer der sehr schönen Orte, um die Sonnenuntergänge in Würzburg zu genießen, das ist der Hofgarten der Residenz. Da war ich jetzt schon einige Monate nicht mehr gewesen. Ich glaube, das letzte Mal zu Beginn der Corona-Pandemie war ich hier für ein Video unterwegs, in dem ich durch den Park spazieren gegangen bin. Und hier so direkt in der Natur, da sieht man natürlich den Herbst auch richtig gut ankommen. Einige Blätter liegen hier schon am Boden, sind ganz gelb die Blätter, also so richtig herbstlich eingefärbt eben. Und die Sonnenuntergänge, wie ich schon mal sagte, sind in diesen Herbstmonaten auch besonders schön. Die Sonne steht schön tief und macht ein ganz tolles Licht. Kann man da vorne gerade auch auf dem Brunnen sehen. Eigentlich wollte ich ehrlich gesagt mit dem Fahrrad durch den Park fahren und da einige Aufnahmen machen während der Durchfahrt durch den Park. Aber es kam gerade ein freundlicher Herr, der war wirklich freundlich, von der Parkverwaltung und hat darauf hingewiesen, dass man hier ja gar nicht Fahrrad fahren darf. Habe ich ehrlich gesagt bisher überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber im Grunde ist es natürlich richtig, hier laufen ja auch viele Familien mit Kindern rum. Manche lassen die Hunde laufen, wobei man die, glaube ich, auch nicht freilaufen lassen darf. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, das ist ganz klar. Ich habe das in den Sonntagsvideos hier öfter schon mal gesagt, dass ich immer wieder gerne hier durch den Hofgarten der Residenz gehe. Mache ich zu jeder Jahreszeit wirklich immer wieder mal gerne, nicht allzu häufig. Deswegen freue ich mich auch mal wirklich, wenn ich wieder da bin und die schönen Ausblicke genießen kann. Letztes Jahr im Oktober, da haben mir diese Blumenkübel hier ganz gut gefallen, die hier so in Reihe und Glied stehen. Und da hatte ich auch mal ein schönes Foto gemacht. Dank dem Sigma-Objektiv gab es da auch einen schönen Sonnenstern zu sehen, der hier zwischen den Bäumen hindurch schaute. Ist also, glaube ich, auch ein ganz hübsches Foto geworden damals. Und direkt hier an der Residenz startet Würzburgs Touristenattraktion Nummer 1. Eine Stadtrundfahrt mit der Bummelbahn, dem City Train, der durch die ganze Stadt führt. Oben steht's dran, Stadtrundfahrt Würzburg ab bis zur Residenz. In allen möglichen Sprachen kann man da hören, was dann erzählt wird über die Stadt. Einige von euch hatten ja mal gesagt, sie würden das gerne mal sehen, wenn ich mal mit dieser Bummelbahn mitfahren würde. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, reizt mich persönlich überhaupt nicht. Ich glaube, alles, was da erzählt wird, ist eben halt wirklich für Touristen gedacht und nicht unbedingt für die Würzburger. Die können es natürlich nutzen, aber erfahren da halt nicht unbedingt was Neues. So, und jetzt geht's langsam aber sicher hoch.
auf den Sebastian-Kneipp-Steg. Ihr seht schon, ich bin da mühsam, aber langsam hochgeradelt. Denn ganz klar, von hier oben ist der Ausblick auf die Festung und den Main natürlich herrlich. Ne? Auch schon mindestens 1 Million Mal fotografiert, weil es eben so ein schöner Fotografie-Spot ist. Aber trotzdem immer wieder schön. Und ich habe hier in den letzten Jahren, solange ich fotografiere, teilweise wirklich ganz beeindruckende Bilder gemacht mit toller Wolkenstimmung. Ich schaue mal, dass ich euch ein paar Fotos aus meinem Archiv raussuche, die ich euch an dieser Stelle mal zeigen kann. Ich muss schon sagen, manche Leute sind echt vollkommen schmerzfrei mit dem Partyboot und Ballermann-Hits über dem Main fahren. Die Dinger sind übrigens nicht so ganz ungefährlich. Also ich kann mich in diesem Jahr an diverse Pressemitteilungen der Polizei erinnern, wo immer wieder die Rede war, dass diese Partyboote, da vorne kann man auch so einen Rettungsring sehen, der da schwimmt, dass die also hier auf dem Main immer wieder fast oder tatsächlich mit den richtigen Schiffen, so nenne ich sie mal, zusammengestoßen sind, weil die Leute in ihrem Vollsuff teilweise überhaupt nicht raffen, was sie da machen und wie gefährlich das ist. Ich sage jetzt nicht, dass alle besoffen sind, aber ich glaube, einige von denen sind mitunter ganz schön gut dabei. Naja, machen wir uns nichts vor. Der Gang über die Brücke ist halt schon immer schön, ne? Egal zu welcher Tageszeit. Und ich habe es ja mehrmals schon gesagt, im Sonnenuntergang immer am allerschönsten. Inzwischen gibt es hier auch überall Schilder, wie ihr sehen könnt, die darauf verweisen, dass eben Alkoholverbot ist auf der alten Mainbrücke und auch an ganz vielen Stellen am Main. Denn Würzburg ist ja der neue Corona-Hotspot in Deutschland. Und deswegen hat die Stadt eben entsprechende Maßnahmen ergriffen. Vor allem hier auf der Brücke, wo ja immer gerne ein Schöppchen getrunken wird. Ja, liebe Leute, an dieser Stelle zeigt sich für mich gerade, welchen Nachteil es haben kann, wenn man ein Video ein bisschen vorproduziert und an verschiedenen Tagen aufnimmt, so wie bei diesem Video eben. Am Anfang hatte ich gesagt, als ich auf der Brücke war, dass es die Corona-Maßnahmen gibt in Würzburg und dass man hier keinen Alkohol mehr trinken darf. Zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen hatte, war das alles richtig, aber jetzt ist gerade der 2. Oktober, auch kein Sonnenuntergang, sondern einfach nur ein ganz normaler Freitagnachmittag. Und mit dem gestrigen Tag, also dem 1. Oktober, wurden all diese Maßnahmen von der Stadt Würzburg zurückgenommen. Und ihr könnt sehen, auf der Brücke, beim Brückenschuppen, ist wieder ganz normaler Betrieb, so wie es vorher auch war. Das auch mal als Information an die Leute gerichtet, die sagen, wir leben in einer Corona-Diktatur und der Staat nimmt uns die Grundrechte weg und will sie einschränken und gibt sie auch nicht zurück. War für mich immer klar, wenn die Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind, wird das wieder zurückgenommen und genau so ist es auch passiert. Das Beste, was wir tun können, und ich tue es im Moment gerade auch, weil auf der Brücke viel los ist, eine Maske tragen. Das schützt im Moment am besten. Und auch da bitte nicht alles glauben, was im Internet steht. Gestern kam eine Meldung von der Polizei, die hatten über Fake News berichtet.
dass in Schweinfurt angeblich ein kleines Mädchen gestorben wäre wegen dem Tragen der Maske. Und die Polizei hat bestätigt, das ist Quatsch, das war eine Fake News. Es ist kein derartiger Fall bekannt. Lasst euch keine Angst machen von Leuten, die euch Angst machen wollen und die vor allem einen Spalt in unsere Gesellschaft treiben wollen, um dadurch dann auf irgendeine Art und Weise zu profitieren. Logisch denken, besonnen und ruhig bleiben, das ist das Beste, was man machen kann. So, und jetzt zurück zum Sonnenuntergang-Video. Für den letzten Sonnenuntergang in diesem Video habe ich mir gerade eben schnell mal einen Bus der Linie 29 geschnappt, der am Hauptbahnhof losfährt, und bin raufgefahren in den Stadtteil Hubland aufs ehemalige Landesgartenschaugelände bzw. die ehemaligen Leighton Barracks eben. Hier war ich auch schon wieder einige Monate nicht mehr. Jetzt ist Freitagnachmittag. Ich habe also die Aufnahmen für dieses Video an mehreren Tagen gemacht. Und heute ist der 18. September und ich habe mir gedacht, das muss ich unbedingt heute noch machen, denn ich glaube, allzu lange werden diese schönen Tage in diesem Jahr nicht mehr dauern. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich dieses Video veröffentliche, wenn ihr das also seht, und das wird erst in ein oder zwei Wochen sein, dann sieht das wohl möglich alles schon wieder ganz, ganz anders aus. Deswegen nutze ich die Chance heute nochmal für einen schönen Sonnenuntergang. Und hier oben, so hoch über der Stadt, ist er natürlich sowieso am schönsten zu sehen. Genau wie im Hofgarten der Residenz war ich auch hier oben am Hubland das letzte Mal während der Corona-Pandemie spazieren, damals um auch Aufnahmen für ein Sonntagsvideo zu machen. Würzburg in Zeiten der Corona-Pandemie heißt die Playlist dazu, die es bei YouTube und ich glaube auch bei Facebook weiterhin zu sehen gibt. Und damals stand ich hier oben auf der Belvedere, also der schönen Aussicht, und habe da unten euch das Café gezeigt, was sich damals im Bau befand, und habe gesagt, dass es wohl bald eröffnet wird. Dann kam die Pandemie, es hat sich alles verschoben. Aber inzwischen, seht ihr, man kann hier unten wunderbar sitzen. Und wenn man es jetzt genauso macht wie die Leute hier, dann scheint einem von diesem Platz aus wunderbar die Sonne ins Gesicht. Und man hat den herrlichen Ausblick über das ganze Hubland bis rein nach Würzburg. In den vergangenen Jahren war ich mit der Kamera und zum Spazierengehen immer wieder hier oben. Also es gibt ja inzwischen schon diverse Videos aus dem Stadtteil Hubland und damals auch von der Landesgartenschau, die ich mehrmals mit der Kamera besucht hatte, auch schon bevor sie da war, beim Baustellenfest im Oktober 2017 zum Beispiel war ich da. Und aufgrund dieser Tatsache, dass ich hier oben war, so häufig, kann ich auch sehen, wie der Stadtteil sich entwickelt. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich spannend zu sehen und zu erleben, wie so ein neuer Stadtteil entsteht. Fast jedes Mal, wenn ich hierher komme, hat sich irgendwas verändert. Irgendwas ist neu gebaut worden oder ist endlich fertiggestellt worden. Anderes ist renoviert oder manche alte Gebäude auch abgerissen worden, wobei das inzwischen größtenteils erledigt sein dürfte mit dem Abreißen von Gebäuden. Ja, und wie man sieht, wird die ganze Anlage genutzt. Man kann hier wunderbar mit den Rollerskates fahren, Fahrrad fahren, spazieren gehen. Und mir persönlich, muss ich sagen, gefällt die Weitläufigkeit dieser Anlage hier oben richtig gut. Also gerade so zum Spazierengehen, echt eine tolle Sache und macht Spaß, hier frische Luft zu schnappen und den Blick auf Würzburg zu erleben.
Es war im Oktober des Jahres 1998, da ist hier oben in den Leighton Barracks das mit 11.300 Quadratmetern Verkaufsfläche größte amerikanische Einkaufszentrum, also die Mall, in Europa eingeweiht worden. Damit war dann auch die ganze Infrastruktur für die Amis hier oben perfekt. Man musste sozusagen nicht mehr aus den Leighton Barracks raus, um was einzukaufen, und die Leute konnten hier bleiben und alles hier oben erledigen. 20 Jahre hat es nur gehalten, denn 2018 war ja die Landesgartenschau. Bei der Landesgartenschau stand nur noch ein kleiner Teil dieser ehemaligen großen Mall, und inzwischen ist auch dieser letzte Teil natürlich abgerissen worden. Das war bekannt, denn der sollte nur noch zur Landesgartenschau erhalten bleiben und dann entfernt werden. Inzwischen ist das passiert und die Anlage ist jetzt begrünt worden. Und wie sie ausschaut, das gucken wir uns an, denn ja, eigentlich hier, wo ich jetzt gerade überall laufe, da stand früher die große Mall und ist jetzt Teil des Landesgartenschauparks und des Stadtteils Hubland geworden. Und genau gegenüber des ehemaligen Towers und des Hubland-Centers, da ist diese Fläche der ehemaligen Mall, die jetzt begrünt wurde. Da gibt es jetzt auch eine Schautafel, die ist, glaube ich, neu aufgestellt worden. Und da geht es eben hier auch im Text um genau dieses Thema: Kampf um die Schnäppchen bei der Eröffnung der Mall Anfang Oktober 1998. Ist also wirklich genau 20 Jahre her. Und so schaut es jetzt hier aus. Da ist auch nochmal ein Hinweisschild, das die Stadt Würzburg aufgehängt hat, zum Plakat. Nach der Mall kommt das Grün, schreiben sie hier. Da kann man sehen, welche Arten von Bäumen jetzt auf der ganzen Fläche hier gepflanzt worden sind. Der schöne große Spielplatz ist da. Das war ja auch Teil der Landesgartenschau, dass all diese schönen Anlagen eben erhalten bleiben und zu einem großen Park werden für die Würzburger. Ja, und so geht's hier eben weiter. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Jedes Mal, wenn man herkommt, kann man was Neues entdecken und es tut sich was im Stadtteil Hubland. Da hatte ich mich damals aber wirklich reichlich getäuscht. Bei der Eröffnung der Landesgartenschau 2018 war ich am ersten Wochenende da und hatte euch das Rangkunstwerk hier gezeigt, diesen Zeppelin, und habe gesagt, naja, bis zum Ende der Landesgartenschau ist es bestimmt alles toll bewachsen. Ja, Pustekuchen, 2 Jahre sind her und es ist noch nicht mal ein Drittel bewachsen. Also das braucht wohl noch viel, viel länger, bis dieses Rangkunstwerk eines Tages fertig ist. Aber ich glaube, das war vom Künstler auch so gedacht, dass es eben ein langfristiges Projekt ist. So, und hier drüben auf der anderen Straßenseite, da gibt's eine Eisdiele und ich hoffe inständig, dass ich da heute Abend noch ein Eis kriege. Das habe ich mir, glaube ich, verdient. Ach, schaut mal, wie schön sich das Licht im Cube spiegelt. Sieht auch ganz toll aus. Schade, muss ich wirklich immer wieder sagen, dass die Aussichtsplattform oben auf dem Tower nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Bei der Landesgartenschau war es möglich. Man konnte hoch und konnte über das ganze Gelände schauen. Hatte also wirklich einen tollen Ausblick von da oben. Und kaum war die Landesgartenschau vorbei, war es auch mit der Aussichtsplattform vorbei. Warum man das zumacht, ich weiß es nicht. Vielleicht hat man Angst, dass irgendjemand was runterschmeißt oder runterfällt oder was weiß ich was. Aber wäre auf alle Fälle toll, wenn man da grundsätzlich raufgehen könnte. So, und jetzt gibt's ein Eis. Da drüben ist noch offen. Wunderbar. Schaut euch das an, Leute. Genau danach stand mir gerade der Sinn. Diesen schönen Eisbecher habe ich mir verdient. Ich habe nämlich heute auch schon meine 10.000 Schritte geschafft, wie meine App mir gerade gesagt hat. Wunderbar. Die Kalorien, die ich da abtrainiert habe, die haue ich mir jetzt dreifach wieder rein. Aber was soll's. Wer schön sein will, muss leiden. Und ich habe jetzt Lust auf diesen Eisbecher. An dieser Stelle will ich das Video beenden und freue mich sehr, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mir das zeigt mit vielen Likes und mit vielen Daumen nach oben in Facebook und in YouTube. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr von diesem Video einen zweiten Teil haben wollt. Also einen zweiten Teil mit Orten in Würzburg, an dem man den Sonnenuntergang schön genießen kann. Wenn dem so ist, schreibt's gerne in die Kommentare und schreibt vielleicht am besten auch gleich, welche eure Lieblingsorte sind, um einen Sonnenuntergang in Würzburg schön zu genießen. Ansonsten teilt das Video gerne mit all euren Freunden überall auf der Welt. Besucht mich bei Facebook, bei YouTube und auch bei Instagram sehr, sehr gerne. Und am allermeisten, das wisst ihr, könnt ihr mich motivieren, immer weiterzumachen mit dem Sonntagsvideo, wenn ihr ein Abo dalasst, sowohl bei YouTube, bei Facebook und auch gerne bei Instagram. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und damit tschüss oder die, bis zum nächsten Mal und das wie immer hier bei Würzburg Fotos.